Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Mann, war das eine anstrengende Nacht. Aber wenigstens war es in der Umgebung hier wunderschön. Ne? Ach komm, gönne ich mir mal ein bisschen Sushi zum Frühstück. Ja. Letztes Mal haben wir hier aufgehört. Ich will hier weitermachen. Ich muss hier irgendwo ins Wasser. Weil sonst komme ich da nicht durch. Jetzt machen wir heute das, was wir machen sollten. Nämlich die Ebene hier. Tschüss, Frosch. Ich wollte eigentlich nicht den Frosch abschießen. Ich will nämlich die Frucht. Mohaha. Ich kann nicht springen. So. Hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt geht's endlich weiter. Ah, ich habe einen erwischt. Und der gab Meeresgrill. Hier ist echt viel Seetang zu holen. Wenn ich Bock hätte. Ich weiß ja mittlerweile hier einfach von weit hoch runterfallen und dann kommt man dran. Noch eine Mondfrucht. Lecker. Wahrscheinlich von unten aus komme ich da dran. Ja, ich muss nur ein bisschen schneller nach rechts drücken. Und vielleicht auch von ein bisschen höher fallen. Jawohl, ich habe es unten runter durchgeschafft. Und dafür kriege ich Geld. Dafür muss ich von noch mal höher runterfallen, was ich von der Seite nicht hinbekomme. War da links etwas? Ich glaube, letztes Mal bin ich hier links lang gegangen, ne? Also sollte da eigentlich nichts sein. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch, dass du da bist. Komm runter. Tschüss. Oh. Komm ruhig wieder rein. Tut mir das Holz weh? Nee, das sah so aus, als ob es Stacheln hätte. Tschüss. So, ich will hier höher kommen. Oder ist da unten gar nichts? Nee, scheint nicht so, als ob da was wäre. Muss ganz kurz was gucken. So. Was bist du denn für ein Monsterfisch? Aua! Hilfe! Was war das denn für ein aggressives Biest? Warum konnte ich es nicht essen? Ihr Scheißviecher! Jetzt bin ich wegen dem Biest dann runtergefallen. Tschüss! Und es ist ins Wasser gefallen. Dann versuche ich es gar nicht erst. Oh, ein Mondstein. Ansonsten ist hier nichts. Okay.
Wehe, dieser Megafisch kann wiederkommen. Nee, das versuche ich gar nicht erst. Immer gucken. Zack. Schon mal aufladen. Tschüss. Ich will die Mondfrucht. Okay. Wie machen wir das anständig? Das war zu spät. Das war zu früh. Geschafft. Und hier muss ich mich mit dem Ding sprengen, weil sonst fällt es ins Wasser. Aua. Eine Mondkrone. Gönne ich mir nochmal das Sushi. Und eine Mondfrucht, weil die geben 15. Was ist das denn? Ach, wieder was zum Verkaufen. Wann habe ich es denn endlich durchgeschafft? Perfektes Timing, hör zu, du kennst mich nicht, aber ich brauche deine Hilfe. Könntest du mir bitte etwas Schokolade bringen? Ich zahle dir das Doppelte zurück. Schatz, wer ist das? Nur einer der Helfer für unser sehr wichtiges Date. Oh, du bist so süß. Lass mich ihr etwas Trinkgeld geben. Lass uns warten, bis sie uns erstmal geholfen hat. Ach, du hast einen süßen Freund. Hat dir eine Kreuzfahrt spendiert. Das ist knuffig. Langsam fangt ihr Biester an zu nerven. Hier. Ich dachte, ich hätte die Armbrust ausgerüstet. Das kriege ich von der Seite niemals gesprengt. Das würde immer ins Wasser fallen. Ich wollte nicht ins Wasser. Bei den Teilen ist egal, wie stark ich das aufprügel. Okay, so hoch komme ich von hier aus nicht. Komm, pam. Zack. Weg ist der Frosch. Kabum! So wird man Frösche los. Ich kann mir noch eine Mondfrucht gönnen, weil ich die eine jetzt hier eh raushol. Okay, wieder Time. Noch ein bisschen früher. Das war zu früh. Ich will diese Truhe. Hab's geschafft. Gewisserweise. So ernsthaft. Tschüss. Da ist wieder so ein Monsterfisch. Aua. Tschüss. Okay, da unten ist irgendwas Besonderes, glaube ich. Ich habe zwei erwischt.
Und zwei haben mich erwischt. Passt. Okay, von da oben aus muss ich runter. Das sieht doch so aus, als ob man es aufsprengen kann. Da kommt die Frosch-Army. Jetzt spring da aus dem Wasser, du blöde... Manchmal habe ich das Gefühl, die ist so blöd zum Hüpfen. Springt. Danke. Ich schaffe es da hoch. Hallo Monsterfisch! Und ich habe da unten was Interessantes gesehen. Mann, nee. Wie schafft es ein einziges Viech so sehr zu nerven? Da bei dem Baum will ich runterfallen, ne? Aber nicht so runterfallen. Okay, ich habe das Energiejuwel. Und wie komme ich jetzt da noch verdammt nochmal hoch? Irgendeinen Weg muss es doch geben. Gib mir dein Fleisch. Auf Anhieb sehe ich jetzt keinen Weg da hoch. Mein Krampf mit dem Fisch, da habe ich auf jeden Fall rausgekattet. Das habe ich euch jetzt nicht angetan, aber ich hatte so einen Krampf, weil der Charakter einfach zu blöd zum Hüpfen war. So. Großartige Neuigkeiten. Der Stau hat sich aufgelöst. Jetzt kann ich Leute rüberbringen. Ich verlange nur bescheidene 10 Rinnen. Tschüss. So ein schlechter Witz. Erst dann, wenn ich drüben bin, dann ist natürlich aufgelöst. Verkauft ihr eigentlich auch noch irgendwer was? Wenn nicht, dann auch gut. Habe ich sonst noch was zum Brennen? Nein, gut. Dann wird jetzt erstmal gegrillt. Okay. Das Meeresgrill war schwer. Und wie sieht es mit der Mondfrucht aus? Leicht. Und daraus wird nur Fruchtmarmelade. Das sind nur 3 HP mehr. Da bringt es mir mehr, die Frucht so zu essen. Dafür habe ich mich durchgekämpft. Ich muss erstmal speichern. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!